So, und damit recht herzlich willkommen zu einer wieder Let's Play von OMSI 2. Heute mal auf der Map Bad Karstein mit dem Mercedes Citaro C2 LE von der Stadtbusfamilie heute mal. Habe ich mir mal so gedacht. Genau. Wir fahren hier los vom Bad Karstein Bahnhof. Genau. So, kurz warten, bis hier alles hochgefahren ist. Kirlach, genau. Genau. So. Kurz bis die Chaussee hochgefahren ist, dann geht's auch los. Fahrlinie 8522. Ich glaube, wir schildern mal auch so wie auf Tettau, einfach nur 852 schildern. Sollte es ja eigentlich funktionieren. Genau. Los, komm. Schneller. Es dauert ja immer ja alles. Ach ja, jetzt gemacht. So. Oh, Karte ist drauf. PIN ist 4321. Dann los, komm. Man kann die Linie. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wie soll ich denn hier schildern jetzt hier? Oh, 522, was ist denn das? Ja, da muss halt einfach das Hartz-IV-Menü herhalten, dann ist es so. Unerträglich. So, schildern sollte er ja. Verstehe ich gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Alles klar. Gut. Abfahrt ist, weiß ich jetzt gerade nicht wann. Ah, scheiße. Egal, müssen wir es halt einfach so machen. 12 Uhr. 11:59 Uhr. Loading AI wie immer. Oh, nee. Oh, geht schon los, alles klar. Will wer mit? Nö, keiner da, alles klar. So, heute müsste eigentlich auch wieder Sound haben spielen, weil gestern habe ich das mit OBS mal aufgenommen. Ich dachte, das wäre mal nicht schlecht, aber mir hat auch die Qualität nicht so gefallen. Das war auch wie so ein Pixelbrei gewesen. Ich mache es einfach so wie immer jetzt hier auf Nvidia Experience. Da passt halt wenigstens auch alles, ne? Ist ja da immer ein Auto. Ja, also das ist eine schöne Map eigentlich, so mit dieser kleinen Innenstadt oder Dorf, was das hier ist. Also mir gefällt das. Ich finde das relativ in Ordnung, muss ich sagen. Performance ist auch super. Kann ich mich nicht beschweren. So. Zeitkampf für Tonnen, Bus darf aber durch, sehr interessant. Guten Tag.
ist schon eine geile Map irgendwie, etwas. Also, da war schon sehr viel mitgedacht und auch sehr viele Details gemacht, wie ich finde. Ist eine Haltestelle, jo. Ich mache halt nochmal schnell ein Thumbnail. Ja, Map ist übrigens auch vom gleichen Bauer wie Tettau war das, glaube ich, ja. Genau. Ja, das ist eine feine Map hier, das muss man mal so sagen. Mir gefällt's. Also wer es halt auch wie gesagt mag, so mit langen Überlandlinien, der ist hier auf jeden Fall auch richtig oder kann sich auch Tettau runterladen. Ja, alles cool, also fett schon. So, vorne biegen wir rechts ab.
Aber so ist auch relativ einfach zu fahren. Was heißt einfach zu fahren? Also ja doch, eigentlich schon. Lässt sich halt sehr smooth und sehr schön fahren. Ja, viel mehr braucht eigentlich so gut wie gar kein, gar keine Add-ons. Wird nämlich alles mitgeliefert. Doch, das Einzige, was ihr braucht, ist Stadtbus O305. Neuendorf. Aber ich denke mal, das hat ja eigentlich jeder. Und den O307 müsst ihr euch runterladen, den Mercedes. Aber ansonsten habt ihr dann alles. Theoretisch. Ja. Oh, Oldsdorf kommt da vorne. Ja, fahren bis zur nächsten Haltestelle, dann würde ich sagen, reicht das auch mit dem Let's Play. Den Rest könnt ihr euch ja selber dann angucken, wenn ihr die Karte noch nicht gefahren seid. Ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst ihr gerne ein Abo da, dann oben. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.